Ja, Zischi, was machst du jetzt eigentlich so nach der Schule? Ja, ich arbeite in einem Wohnheim für geistig Behinderte. Und du? Oh, mit Behinderten arbeiten? Oh, das könnte ich nicht. Oh mein Gott, wie oft mir das passiert. Ich werde in letzter Zeit ständig gefragt, ja, was machst du jetzt so nach der Schule? Und ich dann so, ja, ich arbeite in einem Wohnheim für geistig Behinderte. Und jedes Mal, mit geistig Behinderten arbeiten? Das könnte ich nicht. Was geht bei euch? Oh mein Gott, das ist quasi, oh mein Gott, ich könnte mich voll aufregen bei dem Thema. Einfach nur, weil es jedes Mal bekomme ich das als Antwort, wirklich fucking jedes Mal. Und ich denke mir so, wow, ich dachte, ihr seid so offen und tolerant und so. Und ich meine, Schwule sind voll cool, genauso wie Lesben. Und ich habe voll nichts gegen Leute, die sich anders kleiden und so, weil ich bin voll tolerant und außerdem bin ich auch Veganer. Aber mit Behinderten? Nee, das könnte ich nicht. Mich persönlich macht es einfach nur super traurig, diese Antwort so oft zu hören, weil ich weiß nicht, ich finde das einfach scheiße. Weil es sind Menschen. Es sind einfach Menschen, genauso wie ich und genauso wie du. Und okay, sie haben eine Beeinträchtigung und vielleicht kommen sie auch manchmal gruselig rüber, aber sie können dafür nichts und sie sind nicht immer gruselig oder was auch immer man sich unter Behinderten vorstellt oder... Kein Plan. Sie sind einfach super lieb und sie sind einfach super dankbar, wenn du ihnen hilfst und verbreiten so eine unglaublich gute Laune, dass... Ich weiß nicht, ich würde sie mittlerweile echt als besser als jeder normale Mensch bezeichnen. Einfach weil sie so eine Herzlichkeit haben und so eine Dankbarkeit und gute Laune und so sorgenfrei sind und einfach... Sie interessiert es nicht, wie du aussiehst. Sie interessiert es nicht, was du anziehst. Sie interessiert einfach nur... Das Menschliche in dir, es ist scheißegal, du kannst auch als abgefragter Penner ankommen. Hauptsache, du bist nett und lieb und da zählen eben die inneren Werte. Wie du mit den Menschen umgehst, es geht um Respekt, es geht um Offenheit und ein offenes Ohr haben oder schlichtweg einfach nur Hilfe leisten. Und deswegen denke ich mir so, ja, ihr seid doch so offen und tolerant, was geht? Ich meine, jeder von uns hat seine Macken und jeder braucht bei irgendwas Hilfe. Nur die einen brauchen eben mehr Hilfe bei irgendwas und die anderen eben weniger. Und wir sind doch gerade beim Thema Inklusion und Inklusion ist so wichtig für unsere Gesellschaft und das ist es auch. Und wir leben nicht mehr bei 1800 sonst was und denken in schwarz und weiß, in normal und anders. Und man kann Behinderte super gut in die Gesellschaft integrieren. Ich meine, nur weil sie behindert sind oder irgendeine Beeinträchtigung haben, haben wir das nicht irgendwie alle in irgendwas? Heißt es noch lange nicht so, ja, du bist kein Teil der Gesellschaft, du bist anstrengend. Ich meine, wäre ich behindert und bräuchte Hilfe, würde ich mir wünschen, dass mir Leute helfen und dass Leute mich akzeptieren. Wollen wir nicht alle einfach nur akzeptiert werden? Ein Behinderter sagte mal zu mir, ich bin nicht bekloppt, woraufhin ich ihn angeguckt habe und habe gesagt, doch, du bist bekloppt, aber ich bin auch bekloppt. Sind wir nicht alle bekloppt? Sind wir nicht alle irgendwie komisch? Und nur weil die einen eben mal ein bisschen wackeln oder komische Geräusche von sich geben oder Dinge eben einfach nicht können, wie sie normale Menschen nicht können, sind sie ja nicht einfach Kacke oder kann man nicht mit ihnen arbeiten oder sowas. Sie sind halt schlichtweg Menschen und es zählt das Innere und es zählen auch die Gefühle der Menschen und mich macht es schlichtweg einfach jedes Mal so unglaublich traurig, wenn jemand sagt, mit Behinderten arbeiten, das könnte ich nicht. Was ist das Problem? Es sind Menschen. Außerdem, mir persönlich ist es scheißegal, was ein Mensch macht, wenn er sich die ganze Zeit bewegt oder eben Geräusche von sich gibt. Ja gut, dann macht er das eben, solange du Spaß dran hast und anderen Leuten nicht wehtust oder dir selbst. Dann mach, was du willst, solange es dir gefällt. Das ist so meine Mentalität, sowohl bei Behinderten als auch bei Menschen ohne Behinderung. Mach, was du willst, solange es dir gefällt, solange es dir gut tut, solange es dir Freude macht und solange du keine anderen Leute verletzt oder dich selbst, ist doch alles in Ordnung und das ist für mich Offenheit. Und was sagt ihr zu dem Thema Behinderung und Inklusion und sowas? Und was für Erfahrungen habt ihr damit schon gemacht? Schreibt es unten in die Kommentare rein, das würde mich persönlich nämlich ganz gerne mal so interessieren, ne? Tschüss!